Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zur Bomber Crew. Ja, in der letzten Folge haben wir leider unsere Startcrew verloren, samt Maschine. Und ja, die letzte Crew, also die Ersatzcrew, hat sich doch relativ gut geschlagen, trotz schwächerer Ausrüstung. Und schauen wir mal. Munitionslager. Oh. Das war doch vorhin das, womit wir abgeschossen wurden, oder? Na komm, probieren wir das mal. Mehr als draufgehen können wir dabei ja nicht, oder? Kurs? Da hinten. In aller Ruhe schon mal den Kurs eingeben. Und dann volle Kraft voraus. Und das bitte mit Lichtgeschwindigkeit. Bericht zufolge ist ein feindliches Pilotenass Felix Feder im Gebiet aktiv. Na, herzlichen Glückwunsch. Geh nicht ganz so schnell, aus dem einfachen Grund, wenn wir irgendwelche Manövrierfehler machen, ne, dann kostet es uns nur unnötig Sprit. Nochmal alle Munition holen lassen. Kommen da schon Gegner? Ach, da hinten. Hey, der Witzka. So, wie weit sind wir noch entfernt? Ja, wir werden wieder in Schutt und Asche geschossen. Moment, geh mal nach unten. Komm schon. Ich hoffe, die eine Bombe reicht. Gut. Dann ab nach Hause. Nichts riskieren. Oh, Felix Feder ist hier. Ihr holt nochmal Munition. Du schließt mir hier die Klappe. Und gehst dann zurück auf deinen Posten. Wo sind die hin? Nee, ich möchte nicht hören. Mehr Abfangjäger? Na komm, Kurskorrektur. Weißt du was, gehen wir mal kurz Vollgas. Oh, der Treibstoff geht runter wie nichts. Aber wir müssen ihn entkommen. Ach, das ist dieser Felix Feder, ne? Ja. Komm schon. Schafft es. Oh, da ist wieder was ausgefallen. Flick das mal zusammen, bevor wir wieder abstürzen. Der zieht sich zurück. Gut. Brennt da was? Na komm, steuern wir Richtung nach Hause. Ja, diese Crew scheint hier deutlich mehr Erfolg zu haben. Das ist doch gut. Oh oh.
Oh oh. Oh oh. Nein! Gib's! Lösch mal! Eieieiei, ich habe meinen Chefingenieur verloren. Können wir denen Erste Hilfe leisten? Kannst du vielleicht reparieren? Ich weiß, es ist nicht dein Job, aber... ich glaube, wir sind am Stützpunkt vorbeigeflogen. Na komm. Bring die Mühle runter. Du? Komm schon. Nein, du sollst... Wo gehst du jetzt schon wieder hin? Vielleicht überlebt das ja, wenn wir rechtzeitig landen. Nee, nee, nee. Naja, wir sind gelandet. Komm schon. Komm schon, wehe, du überlebst das nicht. Wehe, du bist dabei draufgegangen, dann hau ich dich. Ja, Felix Feder ist entkommen. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die Crew. Gibbons lebt noch. Gut. Das war in allerletzter Sekunde, wie es aussieht. Kommen wir weitere Level-Ups? Panzerte Motoren. Haben wir da noch was Neues freigeschaltet? Jetzt alles nur Farben. Was kosten mich denn neue Motoren? Tausender. Moment, muss ich jeden einzelnen Motor aufwerten? Ich glaube, wir werten die inneren Motoren mal auf. Da können wir dann weiter fliegen. Oh. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen, ob wir ein besseres Geschützturm wollen. Naja. Gut, gehen wir mal zum Briefing. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Power. Was willst du denn da von uns? Wir werden einen waghalsigen Kommandoangriff auf den unzugänglichen U-Boot-Stützpunkt in Saint-Nazaire unterstützen. Sie werden den Stützpunkt mit einem Schiff vollgepackt mit Sprengstoffrahmen von Bord gehen und die Ladung zünden. Wie wär's mit Nein? Einer unserer tapferen Spitfire-Piloten... Also wiederholen sich die ganzen Missionen, wie es aussieht. Oder die wiederholen sich pro Crew. Na komm, retten wir nochmal den Piloten. Irgendwas muss man ja machen, ne? So. Ihr ladet direkt mal nach. Würde ich mal sagen, volle Kraft voraus. Vielleicht verdienen wir uns jetzt genug Geld für neue Schütztürme.
Ja, ich weiß. Danke für den Hinweis. When Commander begins. Dann volle Kraft voraus fürs erste Mal. Da kommt die erste Kurskorrektur. Ja, wir fliegen auf die offene See zu. Gut. Diesmal aber auch keinen Quatsch machen. Wir wollen ja schließlich nicht noch eine weitere Maschine verlieren. Blöd, dass ich keinen von den Leuten retten konnte. Aber es ging einfach viel zu schnell am Anfang. Bevor ich wusste, was passiert ist, war es schon vorbei. Yep. Du gehst mal da runter. Und öffnest die Klappe. Ich hoffe, das reicht. Oh, da kommen neue Gegner. Oh, der war viel zu schnell. Klappe schließen. Ab in einen Geschützkanzel. Kurskorrektur, nicht, dass wir zu weit ins feindliche Land fliegen. Und da kommen die nächsten. Kommt Leute, ich will Abschüsse sehen. Wir brauchen XP. Gut. Oh, da geht langsam die Munition zur Neige. Nochmal auf den Turbo schalten, damit wir entkommen können. Nee, vergiss es. Die Fotografie übernehmen wir diesmal nicht durchs Mal, da kommen ja immer mehr. Nein. Du. Nachladen. Nachladen. Du hast noch mehr als genug Munition. Wir müssen jetzt darüber. Go, Leute, go! Ziehen die sich schon zurück? Ich hätte ehrlich gesagt noch gerne ein paar Abschüsse. Meinem Funker geht's gerade nicht gut. Ja, wir müssen das Feindgebiet säubern. Funker. Geh ich mal heilen. Lad nach. Lad du auch mal nach. Wunderbar. Abschuss? Nicht ganz. Oh oh. Ingenieur? Kannst du da was machen? Oh oh.
irgendwie mal nachladen. Oh, neue Gegner. Jetzt haben wir noch mehr. Oh, zwei Abschüsse, sehr schön. Oh, uns ist dein Motor ausgegangen. Geh du auf deine Position zurück. Und dann kehren wir nach Hause zurück. Komm schon. Wie lange haben wir noch Sprit? Für 13 Minuten. Ja. Das können wir knicken. Definitiv. An sich könnte ich jetzt ein bisschen Treibstoff rüberpumpen, ne? Weil hier verbrauchen wir ja nicht mehr so viel. Aber unsere Crew ist mal wieder glorreich. Wisst ihr was, Leute? Ihr dürft nochmal nachladen. Da gibt es ja auch ein bisschen XP. Na dann, du wirst bestätigt. Wir passieren gerade London. Ist das London? Wo ist unser Stützpunkt? Ach, direkt voraus. So, Fahrwerk ausfahren. Und diesmal eine saubere Landung, wenn ich bitten darf. Ja, Treibstoff. Für 7 Minuten. Ja, gut. Landeanflug und so? Soll ich das Fahrwerk wieder einfahren? Mach mal, komm. Ja, ich glaube, die neuen Motoren, die fressen halt zusätzlich was. Aber noch mit 3 Propellern nach Hause geschafft. Das ist auch wundertoll. 775 XP haben wir verdient. Und die Hydraulik wurde bei der Landung noch zerstört, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Dann weiter. Alle sind heil nach Hause. Wir schon wieder ein paar Level-Ups. Oh ja. Aufklärung über Funk, Fokus, Fokus. Erhöhter Fokus beim Zielen steigert zeitweise die Präzision. Rufe über Funk die Koordinaten vor die liegenden Gefahren ab. Sie werden dann auf der Navigationskarte angezeigt. Ah, jetzt können wir auf magerer Mischung fliegen. Ich glaube, beim Hinflug könnte es schon ein bisschen nützlich sein, bevor dem ersten Feindkontakt. Nun gut. Einsatz nach Besprechung. Ach, guck mal. Sekundärfähigkeiten. Sanitäter. Oder doch den MG-Schützen. Ein zweiter, also ein Ersatzingenieur wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja klar, ein Sanitäter wäre vielleicht nicht verkehrt. So, neue Geschütztürme, würde ich mal sagen. Munition pro Gurt 900. Achso, das ist wieder das Falsche.
Na komm, erhöhen wir unseren Damage. Gut, ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Und wir sind wieder pleite. Ich finde es schade, dass ich jetzt schon keine Ersatzleute anwerben kann. Wäre doch schön, wenn man schon mal ein paar Ersatzleute hätte, falls mal einer abgeschossen wird. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.